auf der gleichen Bühne den nächsten Redner anzusagen. Er ist Journalismuskollege und ich bin dankbar, dass er es schafft, in der etablierten Medienlandschaft einen anderen Ton anzustimmen. Kaum jemand wie er schafft das in der Zeit der Fake News, einen Journalismus mit Haltung zu artikulieren und damit ein Millionenpublikum zu erreichen. Und ich spreche natürlich von Moderator des Politmagazins Monitor in der ARD und Tagesthemenkommentator Georg Restle. Ja, hallo Berlin. Das ist sehr, sehr beeindruckend, wenn man hier auf dieser Bühne steht und da hinten das Brandenburger Tor sieht. Und ihr steht ja schon ein paar Stunden hier und ihr steht immer noch da. Und das ist ein tolles, ein starkes Zeichen für eine sehr, sehr lebendige Zivilgesellschaft. Letztes Wochenende haben im Hambacher Forst Zehntausende für den Klimaschutz demonstriert. Zehntausende sind bundesweit auf die Straße gegangen, weil sie nicht wollten, dass im Mittelmeer weiter Flüchtlinge ertrinken und wir sie mit unserer Politik ertrinken lassen. In Chemnitz waren am 1. September Zehntausende auf der Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren, der in dieser Stadt Tage davor für Unruhe gesorgt hat. Und in München gehen seit Monaten Zehntausende auf die Straße, um für Freiheitsrechte und den Sozialstaat nicht nur in Bayern zu demonstrieren. Nimm das doch in die Hand. Und heute stehen hier mehr als 200.000 Leute auf der Straße. Das zeigt, die Zivilgesellschaft in Deutschland hat ihre Schockstarre überwunden. Sie ist sehr, sehr lebendig und das ist sehr, sehr gut so. Als ich Kollegen und Kolleginnen von mir erzählt habe, dass ich heute hier auf der Bühne sprechen werde, haben nicht wenige gesagt, was fällt dir eigentlich ein, als Journalist auf so einer Veranstaltung zu sprechen? Wie verträgt sich das eigentlich mit Unabhängigkeit und damit, dass ich ein Journalist oder eine Journalistin doch mit keiner Sache gemein machen soll, auch nicht mit einer guten? Und ich habe den Kollegen gesagt, verdammt nochmal, wie kann man sich mit einer solchen Sache, für die diese Demonstration, für die ihr alle steht, nicht gemein machen? Wenn die Grundwerte dieser Demokratie, wenn die Freiheitsrechte dieser Demokratie in Gefahr sind, dann ist Haltung gefragt. Und für diese Haltung sollten auch und besonders Journalisten stehen. Wenn die Menschenwürde im Mittelmeer untergeht, weil wir Flüchtlinge ertrinken lassen. Wenn Rassismus und völkischer Nationalismus sich in dieser Gesellschaft, in der Mitte dieser Gesellschaft wieder breit macht. Wenn Religionsfreiheit nicht mehr für alle gelten soll und wenn neue Polizeigesetze in Bayern und anderswo elementare Freiheitsrechte einschränken, dann ist Haltung erforderlich. Und deshalb stehe ich heute hier als Bürger dieses Staates, aber auch und natürlich als Journalist und das mit voller Überzeugung. Und wenn wir über Freiheitsrechte und die Gefahr für die Freiheitsrechte in diesem Land sprechen, dann will ich besonders über eines der wichtigsten Rechte unserer Verfassung sprechen, Artikel 5 Grundgesetz, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Rundfunkfreiheit. Denn die,
ist in diesem Land und nicht nur in diesem Land, aber auch in diesem Land in Gefahr. Ich habe in Chemnitz persönlich erlebt, was es heißt, wenn aus Parolen Taten werden, wenn aus den Rufen nach Lügenpresse, die gegen alle Journalisten und alle Journalistinnen sich richtet, Hetzjagden, Verfolgungen, Attacken und Prügel folgen. Und wohin es führt, wenn Journalisten und Journalistinnen von Rechtsextremisten und denen, die sich als besorgte Bürger bezeichnen, verbrannt werden sollen, wie es in Köthen gefordert ist, sie auf die Straße gezerrt werden sollen und sie unschädlich gemacht werden sollen, dann zeigt das, dass die Meinungsfreiheit in diesem Land tatsächlich in Gefahr ist. Und wenn der Vorsitzende der größten Oppositionspartei im Bundestag dazu auffordert, AfD-kritische Journalisten aus den Rundfunkanstalten zu entfernen, und wenn Jungpolitiker dieser Partei davon sprechen, dass ausgemistet werden sollen, dann sieht man, dass die Meinungsfreiheit in diesem Land tatsächlich in Gefahr ist. Und wohin das führt, wenn Journalisten und Journalistinnen zum Abschuss freigegeben werden, das konnten wir im letzten Jahr in Russland, in Malta, in der Slowakei erleben, wo gedungene Mörder kritische Journalisten und Journalisten quasi hingerichtet haben. Das darf in diesem Land und in diesem Kontinent mitten in Europa nie passieren. Und wir sollten uns auf keinen Fall täuschen lassen. All die, die in diesem Land von Lügenpresse reden, haben nur eins im Sinn: ihre Lügen als die allein gültige Wahrheit gelten zu lassen. Wehe der Meinungsfreiheit, wehe dem kritischen Journalismus, wenn diese Leute jemals an die Macht kommen. Aber es geht nicht nur um uns Journalisten und uns Journalistinnen, es geht um viel mehr. Es heißt, im Krieg stirbt die Wahrheit zuletzt. Die Wahrheit ist, die Wahrheit stirbt schon sehr viel früher. Wenn Lügen zu alternativen Fakten werden und unbequeme Wahrheiten zu Fake News, wenn Propaganda wichtiger wird als Journalismus, dann stirbt die Wahrheit. Und es stirbt nicht nur die Wahrheit, es stirbt die Meinungsfreiheit mit ihr. Ohne Meinungsfreiheit aber gibt es keine Freiheit, keine Demokratie, keine Menschenwürde. Und die gilt in diesem Land für jeden und jede. Dafür stehen wir heute hier, weil diese Freiheit, weil unsere Würde unteilbar ist, weil wir als Menschen mit gleichen Rechten in diesem Land unteilbar sind. Und dafür lohnt es sich, jeden Tag aufs Neue zu kämpfen. Und ich hoffe, dass das, was wir in Berlin heute erleben, nicht ein Höhepunkt ist, sondern erst der Anfang ist einer breiten gesellschaftlichen Bewegung, der ich mich immer solidarisch verpflichtet fühlen werde. Vielen Dank. Journalisten wie Georg Kressle gibt, damit die Wahrheit nicht stirbt.